und herzlich willkommen in der Comicbude. Heute wieder mit einer Classic Review, dem noch recht jungen Format hier auf meinem Kanal. Ich hab euch ja auf YouTube abstimmen lassen, was ihr als nächstes sehen wollt, entweder Batman der Kult oder Spawn Bloodfight. Und Batman der Kult hat haushoch gewonnen. An die, die für Spawn Bloodfight gestimmt haben, die müssen jetzt nicht traurig sein, weil das wird demnächst auch kommen, vielleicht schon die Woche nach diesem Video. Ich muss mal gucken, wie ich dazu komme. Das hat jetzt auch ein bisschen länger auf sich warten lassen. Das hatte seine Gründe. Hat ja auch ein bisschen was mit dem Sommer und dem schönen Wetter zu tun. Da bin ich halt nicht so groß zum Videos machen gekommen. Nun aber jetzt dazu. Batman der Kult. Lange, lange Zeit auf Deutsch nicht erhältlich gewesen. Beziehungsweise ist die erste Veröffentlichung schon einige Jahre her. Das war nämlich im Jahre 1989 beim Hedke Verlag. Der hat das Ganze in 4 Alben herausgebracht. Das ging dann wirklich bis ins Jahr 2022, bis uns Panini diesen Klassiker beschert hat in so einer schönen Deluxe-Edition. Warum das so lange gedauert hat, kann ich mir ehrlich gesagt nicht erklären, weil es ein absoluter Batman-Klassiker ist. Und Panini bringt ja eigentlich alles zu Batman. Warum es hier so lange gedauert hat, weiß ich nicht. Das Original, US-Original, ist aus dem Jahre 1988. Und wir wollen uns mal anschauen, wie gut oder wie schlecht das Ganze gealtert ist. Geschrieben hat es der Altmeister Jim Starlin. Der dürfte vielen als der Schöpfer von Thanos bekannt sein. Und Horrorzeichner, vor allem für seine Horrorwerke bekannte Zeichner Bernie Wrightson. Den dürften auch viele kennen, leider mittlerweile verstorben. Koloriert hat das Ganze Bill Ray. Dazu wird später noch ein bisschen was zu sagen sein. Jetzt kommen wir aber erstmal zur Story. Und zwar ist hier der Antagonist Diakon Blackfire, so ein unheimlicher Typ, der schon angeblich schon mehrere hundert Jahre alt ist und in Gotham einen Kult gründet. Dieser Kult übt Selbstjustiz, also besteht aus Vigilanten und das kann Batman natürlich nicht zulassen. Allerdings sehen wir hier einen Batman, wie wir nicht oft sehen. Denn Batman wird gefangen genommen von diesem Kult. Wird unter Drogen gesetzt, gefoltert. Batman wird gebrochen. Und wird nun selbst Teil dieses Kultes. Wie man sich aber denken kann, bleibt das nicht so. Batman kann sich natürlich aus dem Einfluss befreien. Allerdings muss man sagen, er tut in der Zeit, wo er unter dem Einfluss dieses Kultes steht, Sachen, die man von Batman so nicht kennt, die Batman normalerweise niemals tun würde. Ich will auch nicht spoilern für alle, die es noch nicht gelesen haben. Und das Ganze ist sehr, sehr düster, selbst für eine Batman-Story. Das geht schon in eine Horrorrichtung. Und das Ganze geht auch über Gotham hinaus. Also dieser Kult übernimmt mehr und mehr Gotham, so dass sogar die Nationalgarde schließlich eingreifen muss, um dieser Bedrohung Herr zu werden. Also ist ganz, ganz großes Kino. Und wie gesagt, warum Panini das so lange nicht gebracht hat, das kann ich nicht verstehen. Und jetzt kommen wir mal ein bisschen zum Artwork. Und muss man sagen, Bernie Wrightson ist kein moderner Zeichner, aber ich würde auch nicht sagen, er ist ein altmodischer Zeichner. Ich würde sagen, das ist ein zeitloser Zeichenstil und der passt halt wie die Faust aufs Auge auf. Also so düstere Stoffe für so Horror oder eben auch für so düstere Batman-Stories ist der Mann einfach perfekt gesetzt. Und ganz klare Empfehlung von mir, was das Artwork betrifft. Auch von der Story natürlich von Jim Starlin hervorragend gezeichnet, geschrieben. Also das ist also von daher sehr, sehr gut gealtert. Nun kommen wir zur von mir bereits erwähnten Kolorierung. Da sehe ich das Ganze ein bisschen kritischer. Meiner Meinung nach hätte diese Story eigentlich gar keine Kolorierung gebraucht, beziehungsweise ist Bernie Wrightson eigentlich immer am besten, wenn man ihn nicht koloriert, wenn man ihn einfach in seinem Schwarz-Weiß-Stil lässt. Da geht viel verloren leider vom Artwork, obwohl es immer noch sehr, sehr wunderschön ist. Und dazu muss ich sagen, dass die Kolorierung von Bill Ray auch nicht mehr so wirklich zeitgemäß ist. Also an der Kolorierung sieht man ein bisschen das Alter. Ist allerdings nur ein kleiner Kritikpunkt, weil es trotzdem
immer noch sehr gut zu lesen ist und sehr, sehr schön. Und ich kann das nur jedem empfehlen. Ich denke, man bekommt die alten Softcover-Alben von Hethke auch noch sehr gut auf eBay im Zweitmarkt. Ob man die sich zulegen will, ist die andere Frage, weil Hethke auch nicht gerade dafür bekannt ist, dass sie die beste Qualität hatten bei ihren Comics. Dieses Hardcover-Album kostet 29 Euro, ist ein bisschen größer wie ein normales Trade Paperback. Und wie gesagt, bei Panini erschienen, sollte auf jeden Fall auch gut zu halten. Warum diese Story so lange nicht auf Deutsch erhältlich war oder nicht mehr gedruckt wurde von Panini oder gar nicht, also zum ersten Mal gedruckt wurde von Panini, das bleibt mir ein Rätsel, weil es ein absoluter Klassiker ist. Kann man sich noch nicht bestreiten, ob man es in eine Riege stellt mit The Dark Knight oder Year One. Meiner Meinung nach kann man das durchaus, als für mich einfach ein absoluter Klassiker ist und tatsächlich auch eine der besten Batman-Stories, die ich gelesen habe. Aber das ist natürlich auch total auch Geschmackssache. Und mir gefallen halt besonders gut diese Horror-Elemente hier drin. Auch Batman, den man hier sehr geschwächt sieht, das ist auch mal ein bisschen was anderes. Und der auch Dinge tut, die er normal nicht tun würde. Und auch was er so sieht in seinem, im Drogenrausch, das ist auch wunderbar umgesetzt von Bernie Wrightson. Und die Bedrohung durch Diakon Blackfire, die ist auch wirklich angsteinflößend. Also dieser Kult, es kommt wenig, was man so normal aus einem Superhelden-Comic kennt, hier drin vor. Es ist vieles down to earth, würde ich mal sagen. Und aber ganz, ganz großes Kino. Und deshalb von mir würde ich sagen, bis auf die Kolorierung, sehr gut gealtert. Die Kolorierung, die hätte meiner Meinung nach überhaupt nicht gebraucht. Und sie ist halt leider nicht gut gealtert, das muss man auch dazu sagen. Aber wie gesagt, ich kann es euch empfehlen, wenn ihr da Bock drauf habt auf Batman, der Kult. Wie gesagt, vom Artwork werde ich euch jede Menge eingeblendet haben. Dann schlagt dazu. Und was gibt es dazu noch zu sagen? Für mich ein absoluter Klassiker. Diagon Blackfire, den habe ich danach nie wieder in einem Batman-Comic gesehen oder was von ihm gelesen. Könnt ihr mir mal dazu schreiben. Ich kenne ihn ansonsten nur aus dem Batman-Videospiel Arkham Knight. Da war er in so einer Nebenmission, kam er nochmal vor, aber in den Comics, weiß nicht, ob er da nochmal aufgetaucht ist. Wenn ihr das wisst, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Ansonsten würde mich eure Meinung zu diesem Comic interessieren, ob ihr es vielleicht gelesen habt. Habt ihr vielleicht die alten Hethke-Alben zu Hause? Oder habt ihr auch bei dieser Deluxe-Ausgabe zugeschlagen? Oder habt ihr es noch vor? Dann schreibt mir alles gerne mal in die Kommentare. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.